Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video meines Playthroughs der diesjährigen Tour de France. Leider, leider muss ich mitteilen, dass die Aufnahme der 10. Etappe leider verloren ging. Das heißt, heute leider kein Live-Play, aber zumindest morgen geht es ganz regulär weiter. Also das ist schon mal kein Problem. Morgen, also geht's eigentlich wie gehabt weiter? Es ist meines Erachtens nicht so viel passiert. Ich kann leider nicht mehr mich so super gut daran erinnern, was genau passiert ist. Jedenfalls, wir sind mit Vlasov immer noch auf Platz 3 der Gesamtwertung, 4 der Sprintwertung und 22 der Bergwertung. Mit Schachmann runter eben auf Platz 8. Und ansonsten seht ihr hier so ein wenig die Übersicht. Ich war, meine ich, in dieser Etappe mit Bennett in der Ausrüstergruppe und habe hinter Yoon 3 Punkte weniger bekommen bei der Sprintwertung. Oder war es die Etappe davor? Es tut mir leid, ich habe ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Aber wie gesagt, morgen geht es komplett nochmal weiter mit dieser sehr spektakulären Etappe. Also wahrscheinlich doch die heftigste Etappe, die wir bisher hatten. Das heißt, darauf könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. Morgen auf jeden Fall wieder einschalten, wenn wir versuchen werden, mit Vlasov uns wahrscheinlich wahrscheinlich den 3. Platz eher zu halten, anstatt jetzt irgendwie da nochmal was Besseres rauszufahren. Ich glaube, das ist das Ziel, das wir wirklich verfolgen sollten. 3. Platz, wie gesagt, will ich mit Alexander Vlasov absolut worth it. Ansonsten, was ich euch gerne noch mitteilen kann, ich arbeite gerade auch an einem Karrieremodus. Und zwar habe ich mir ein Team geschnappt. Ich werde noch nicht zu viel verraten und habe schon ein bisschen was aufgenommen, habe schon ein bisschen was gearbeitet und so. Das wird auf jeden Fall auch kommen demnächst. Ich weiß noch nicht, wann genau, ob ich es tatsächlich erst nach der Tour de France dann hochladen werde oder am nächsten Ruhetag. Da werde ich mir noch ein bisschen Gedanken machen. Das werdet ihr auf jeden Fall bald sehen. Ich freue mich richtig drauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne auch ein Abo da und ja. Aktiviert die Glocke, genau, so war das. Ansonsten, ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass diese 10. Etappe leider mir abhanden gekommen ist von der Aufnahme. Dafür sehen wir uns dann morgen wieder, wie gehabt. Bis dahin, macht's gut und bye bye.